mein Vorgänger im Amt des ersten Vorstands der damaligen israelitischen Kultusgemeinde Regensburg die Eröffnungsfeier zur Einweihung der Synagoge. Es geschieht hier an diesem Ort, wo vier Generationen später eine jüdische Gemeinde erneut die Eröffnung ihres Gotteshauses festlich feiert. In Gegenwart der Spitzen, der Behörden, der Geistlichkeit, des ersten Bürgermeisters und der städtischen Kollegien begehen wir feierlich die längst herbeigesehnte Stunde. So sagte das damals Rechtsanwalt David Heidecker. In seiner Festrede knüpfte er an die Ereignisse an, die viele Generationen zuvor geschahen, wie 1519, als die Juden zum ersten Mal aus Regensburg vertrieben wurden und ihre Synagoge niedergelegt wurde. Nun stehe ich hier, 500 Jahre nach diesem ersten Pogrom, und berichte Ihnen, was aus dem nachfolgenden Innsbrucker Prozess in historische Schriften überliefert ist. Am Dienstag, 22. Februar 1519, wurde damit begonnen, die Synagoge zu zerstören. Am Donnerstag, Freitag und Samstag wurden alle Juden, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, bei heftigem Schnee und Eisregen zu Wasser und zu Lande aus der Stadt geschafft, wobei zwei Wöchnerinnen starben. Die im Besitz von Juden befindlichen Pfänder und Schuldsteine wurden gegen deren Willen beschlagnahmt und zum Rathaus gebracht. Die Häuser im Judenviertel wurden zerstört, die Höhe der Schäden wurde auf 150.000 Gulden geschätzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen allen grüß Gott und Shalom in Regensburg. In Vertretung von Herrn Ministerpräsident Dr. Markus Söder überbringe ich Ihnen herzliche Grüße der gesamten bayerischen Staatsregierung zu diesem Freudentag, denn es ist ein großer Freudentag. Die Eröffnung der neuen Synagoge im Zentrum der Altstadt, wie Sie gerade schön sagten, im Dreieck der Konfessionen, ist ein Glück für uns in Bayern. Ich bin dankbar, dass hier in Regensburg und im ganzen Freistaat jüdisches Leben blüht und gedeiht. Gemeinsam. Vergesst nicht, Freunde, wir reisen gemeinsam. Besteigen Berge, pflücken Himbeeren, lassen uns tragen von den vier Winden. Vergesst nicht, es ist unsere gemeinsame Welt, die ungeteilte. Ach, die geteilte, die uns aufblühen lässt, die uns vernichtet, diese zerrissene, ungeteilte Erde, auf der wir gemeinsam